Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity. Vor uns steht ein Vampir. Ja, und wir müssen aber erstmal mit allen Leuten aufsteigen, die wir haben, die in Existenz sind quasi. Ja, das würde ich jetzt als erstes mal machen, damit wir eventuellen Kämpfen gegenüber besser vorbereitet sind. Also, wir fangen mal vorne an. Den Aufstieg haben wir uns auch hart verdient. Ich meine, guckt uns mal an. Ne? Wir sind definitiv aufgestiegen. Ich würde hier mal das Wissen erhöhen, oder? Nein. Wissen hat ja Erlauf. Das heißt, bei ihm bleiben wir bei Athletik. Ja, müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Ach so, ja, stimmt. Jetzt kommt wieder das hier, wo ich nicht weiß. Was die alle mal vertragen könnte, wären ein bisschen Defensive. Mit der Tatsache, dass sie nicht gerade so viel Schaden einstecken. 10 Reflexe, Tapferkeit des Bären, Wille des Bullen. Mantel, passiv. 10 Verteidigung gegen bezaubert. Naja, gut. Gelähmt, geschwächt. Ja, okay. Vorsichtiger Angriff. Selbst plus 5 Abwehr. Das ist doch genau das, wonach wir gesucht haben, oder? Ja, wir bekommen plus 5 Abwehr. Überlegene Abwehr. Gar nicht mal so schlecht. Wobei gibt es neue Klassenfertigkeiten, die wir... das ist aber, glaube ich, alles das, was wir schon gesehen haben. Muss nicht unbedingt sein. Größeres Handauflegen, ja, vielleicht, aber überlegene Abwehr wäre mir, glaube ich, gerade wichtiger. 5 Abwehr ist nicht so schlecht. Nehmen wir. Fertig. Vor allen Dingen, weil er ja auch immer relativ nah vorne steht und damit wirklich zu kämpfen hat. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt der war, der... Ja gut, wir sparen uns die Punkte und steigen Wissen auf. Auch wenn normalerweise eigentlich Elof derjenige ist, der auf die Mütze bekommt. Kraftwand. Erzeugt eine halbdurchdringliche Barriere, die jedem Feind Schmetterschaden zufügt und jeden behindert und der hindurchschreitet. Verbündete bleiben jedoch unversehrt. Gar nicht mal so uninteressant. Frostexplosion. Ja, das ist wieder Einschlafen. Ja, weiß ich nicht. Heimtückische Wolke, Seelenlanze, wundersame Folter. Entzieht dem Ziel Entschlossenheit, Intellekt und Wahrnehmung und erzeugt 2 schwächere Ausführungen des Effekts, die auf umstehende Feinde überspringen, sobald der erste Effekt endet. Gar nicht mal so schlecht. Damit können wir Feinde auch mal ein bisschen, ja, debuffen, wie man es so schön sagt. Oder nicht debuffen, aber halt verfluchen sozusagen. Nehmen wir das doch mal. Gut, defensiv, bei dir möchte ich gerne... Oh Moment, was hast denn du für Klassenfähigkeiten? Nein, das hier unten ignoriere ich mal komplett. Gehärtet das Schleier? Na, das ist auch relativ irrelevant. Pass auf, du bekommst auch die überlegene Abwehr. Eventuell hältst du ja dann mal ein bisschen mehr aus. Eder. Er bekommt Athletik und Überleben. Und was nehmen wir bei ihm? Natürlich die überlegene Abwehr. Waffe und Schildstil, passiv. 6 Schildabwehr, Schildabwehrbonus gilt auch für Reflexe. Die Abwehrboni der ausgerüsteten Schilde werden erhöht. Ein ebenso hoher Bonus wird auf die Reflexe des Charakters verliehen. Er ist ja unser Schwert- und Schildmensch, also Einhandwaffe und Schildmensch. Vielleicht wäre das sogar für ihn besser. 6 Abwehr und noch ein Zusatz auf Reflexe. Gut, dann nehmen wir bei ihm Waffe und Schildstil, denn er wird ja immer ein Schild bei sich tragen. So, dann ist Sagani an der Reihe. Sie bekommt Überleben. Sie ist unsere Überlebensspezialistin und bekommt, ja, die überlegene Abwehr. Körperkontrolle, falls haben, nee. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, offensiv habe ich soweit schon alles genommen, was ich nehmen wollte. Zumindest das Grobe. Klassenfertigkeiten sind hier unten die Sachen, die lasse ich jetzt mal komplett außen vor. Wir bleiben bei der überlegenen, Abwehr. So. Dann ist die trauernde Mutter noch für uns da. Sie bekommt Heimlichkeit. Das ist ja ihr Metier. Ausgeliehener Instinkt. Taktische Manipulation. Verbindet den Verstand des Mediums mit einem Verbündeten um das Wissen des Verbündeten. Ja, okay. Achso, ich kann ja aber eigentlich auch Zauber von hier unten nehmen. Ne? Das ist ja gar nicht mal so, aber... Ausgeliehener Instinkt. Plündert den Intellekt und die Wahrnehmung eines Feindes für Energie und schadet diesen Attributen des Gegners, während die Verteidigung und Genauigkeit des Mediums gefördert werden. Verteidigung. Gefällt mir. Nehme ich. Psychischer Rückschlag. Das hat ja schon so mancher von uns schon mal erlebt.
Betäubt? Naja, gut. Aber auch sie braucht eben Abwehr. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Erledigt. Und Paligina nicht zuletzt. Schade. Ich hätte gehofft, wir könnten Mechanik nochmal erhöhen. Dann wären wir es auf 10. Insgesamt mit dem Rastbonus, den wir von der Leuchthülle bekommen, wäre es dann auf 12. Damit hätten wir, glaube ich, alles gesehen und aufbekommen, was es gibt. Aber gut, machen wir es eben beim nächsten Mal. Was ist denn bei ihr? Was könnten wir denn da? Ich glaube, sie nimmt auch mal die überlegene Abwehr. Dann haben wir uns nämlich alles ein bisschen auf Verteidigung spezialisiert. Also, was heißt Was ist spezialisiert? Aber wir haben zumindest mehr Verteidigung. Und es kann grundsätzlich eigentlich gar nicht schaden. Was hast du uns zu sagen, mein Freund? Du hast deinen Sieg errungen, Held. Ach, Tatsache. Ist das so? Wirklich? Moment. Ich kann Vampire hier nicht besonders gut leiden. So, damit wäre dann auch er As you besiegt und wish. ja, war jetzt einfach wirklich nur, um abschließende Gerechtigkeit zu üben, so wie wir das ja allzu gerne tun. Gut, damit wäre Fürst Rädrik erneut besiegt. Es herrscht wieder Frieden in den Landen, wir haben für Ordnung gesorgt. Und ich würde jetzt noch gerne nochmal schauen, aber ich glaube, in der Burg selber war jetzt nichts mehr, oder? Also, zumindest da, das war ja relativ As leer, you was wir da gesehen wish. haben. Wo geht's denn nochmal raus? Zum oberen Festungswall? Nein. Wie komme ich hier weg? Ich will hier weg. Zur Burgküche? Doch, ich glaube, es ging hier raus irgendwo. Ich kann mich noch dunkel erinnern, aber das ist so Ewigkeiten her, dass wir hier gewesen sind, um Fürst Rädrik das erste Mal zu besiegen. Also habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Und raus. Das heißt, wir können auch wieder zurück nach Herdlied, fällt mir gerade ein, weil ich glaube, jetzt ist hier auch endgültig. Mein Gott, ich will doch nur hier raus. Ja, jetzt ist, glaube ich, hier endgültig Frieden eingekehrt. Ich kann mich erinnern, hier war eine Tür oder wo ich noch immer nicht hin. Was macht denn ihr da? Hallo? Eda? Eda? Hey. Yes. Zum Hof, zum Tempelrüstkammer. Ich glaube, wir mussten zum Hof runter, ne? There, up ahead. Was? Sieh an, sieh an! Ritual der ungezähmten Wildnis. Ja, ist gut, dass wir Palegina mit dabei haben. Ah, jetzt kommen wir raus, sehr schön. So, ich überlege gerade, ob wir nochmal in Ketnua vorbeischauen. Da wurde ja meines Wissens nach vor kurzem erst was fertiggestellt. Was haben wir jetzt eigentlich? Ach so, Kana wurde beauftragt. 4 Runden. Das ist noch in 22 Stunden. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich einen Tag brauchen, um zurück nach Ketnua zu kommen, dann würde ich da nochmal vorbeischauen. Können wir direkt noch das Neue in Auftrag geben. Und ich würde eventuell auch mal bei den Händlern vorbeischauen. Ein Tag, 4 Stunden. Mensch, dann gehen wir noch bei Ketnua vorbei. Und ich frage mich gerade, sollten wir Kreckhold, also die Festung Kreckhold, eventuell doch jetzt ausräuchern? Ja, mit einer besseren Verteidigung. Ich bin mir unsicher. Andererseits bin ich sehr daran interessiert, was dieser Cornseal-Haut wirklich zu verbergen hat. Es war ja die Rede von Artefakten. Artefakte können uns dabei helfen, Taos zu besiegen. Better indeed. Eine gesuchte Verbrecherin namens Nyri, die geschickt ist, in der Festung eingetroffen. Oh, dieser Goldbankritter tut mir echt leid. Kann es sein, dass das die Doppelgängerin oder die Schwester oder die wer auch immer von Nyri die Verbrecherin ist? Wir werden das herausfinden. Gut, dass wir nochmal zur Burg zurückgekehrt sind. Eventuell haben wir ja gleich eine neue Burgdekoration. Das könnte ja sein. Warum kommen eigentlich immer nur gesuchte Verbrecher zu mir? Mittlerweile finde ich das ein bisschen kurios. Nee, sie ist doch gar nicht da. Nein, es stimmt doch überhaupt nicht. Wo steht sie denn? Also, meines Erachtens nach kann das nur ein Fehler sein. Ich glaube irgendwie nicht. God's keep you. Ja, dann zeig mal her. Ja, klar, du hast nur den ganzen Prödelmist, den keiner sonst braucht. Hammer und Meißel. Würde ich jetzt doch mal einen mitnehmen. Einfach nur, weil wir davon bisher nur zwei hatten. Ansonsten haben wir, glaube ich, gerade genug. Zumindest.
ja, ausreichend, um erstmal über die Runden zu kommen. Ich glaube, die anderen Händler hatten jetzt auch nicht so viel mehr, aber wir müssen bei Zeiten auch nochmal eine Verkaufsrunde einlegen. Habe ich jetzt gerade so das Gefühl, dass wir nochmal Ausrüstung zu Geld machen und dann, aber ja, theoretisch könnten wir mal so richtig zuschlagen. Also jetzt nicht nur gegenüber Fürst Redrick, sondern auch, was unsere Ausrüstung anbelangt. Und mal wirklich teure Sachen kaufen. Was bauen wir denn als nächstes? So, das haben wir jetzt alles gemacht. Es fehlen nur noch ein paar Sachen. Das Übungsgelände gibt Sicherheit. Der Irrgarten gibt Sicherheit. Die Försterhütte haben wir gemacht. Die Waldlandpfade geben noch ein bisschen Prestige dazu. Aber ich glaube, ich würde erstmal den Irrgarten nehmen. Und jetzt möchte ich mir die Leuchthütte da oben auch mal anschauen, wenn wir schon mal da sind. Den Rastbonus hat man ja noch, ne? Ja. Weil wir auch, ich glaube, wir haben jetzt während des gesamten Spiels zweimal irgendwo gerastet oder vielleicht dreimal. Das heißt, dieser Rastbonus wird uns noch die nächsten 27.000 Jahre begleiten. Ah, the famed rustic charm of the Deerwood. Na, der berühmte rustikale Charme des Dürrewalds. Oh ja. Wobei, wenn du das rustikal nennst, ich finde das schon angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollten uns ja auch noch mal ein bisschen mehr in der Burg umschauen. Das hier ist jetzt auch restauriert, ne? Ja. Das ist jetzt das Labor. Hier war doch irgendwo noch eine Bibliothek, oder? Ich kann mich dunkel erinnern. Aber vielleicht machen wir das auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir in der Bibliothek was Besonderes finden. Das wäre mir neu. Aber wenn das einer von euch weiß, ob es in der Bibliothek jetzt was ganz Tolles gibt, dann schreibt das gerne mal hin. Aber ansonsten würde ich jetzt da nicht unbedingt hinlaufen. Das ist richtig. Ich finde, wir sind ein sehr guter Herr von Ketnur geworden. Wir haben uns das den Titel außerordentlich gut verdient. So. Schurkenstufe 4, 5, 5, ja, anheuern möglich, beschäftigt, Licht der Liebenden. Es tut mir natürlich ein bisschen leid, dass ich Hiravias jetzt irgendwie komplett außen vor gelassen habe. Ja. Aber, na gut. Schön. Naja, ist halt so. Ja, jetzt ist die Frage, Kreckhold oder nicht Kreckhold? Krecken oder nicht Krecken? Ich glaube erstmal nicht Krecken. Ich glaube erstmal Herdlieben. Denn wir müssen ja noch mit der Anamfata sprechen. Ja, und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass je mehr Ingame-Zeit verstreicht, also die Tage, die wir hier zum Reisen verbrauchen, dass sich da vielleicht auch irgendwas verändert oder irgendwas schlimmer wird. Keine Ahnung, ich will da noch nicht zu viel rumtrödeln. Denn der Taos hat ja schon einen relativ strikten Zeitplan, mit dem er hier auch vorgeht anscheinend. Huch, ich laufe ja immer noch schnell. So, eine Stunde. Nichts Neues zu berichten. Schön, vielen Dank. Auf in die große Halle. Dort warten ja die anderen Vater und die sind die einzigen, die uns Zugang zu den anderen Stadtvierteln gewähren können. Die Frage ist, wie sie das tun werden und unter welchen Voraussetzungen. Ich habe die Befürchtung, wir müssen ganz viele Sachen tun. Ja, ich bin sicher, dass die anderen Vater noch mindestens eine Jahreszeit lang keine Zwiesprache halten werden. Das sind die drei Stoßzahn-Stelgeier. Die zweimal gespaltenen Pfeile, die Steindornen, die Fischerkraniche und, nicht zuletzt, die Hüter des Steins und die Kompasse der Führung. Ja, das scheinen mir also wirklich alles die verschiedenen Stämme der verschiedenen, ja, aus denen sich die Glanfatana zusammensetzen. Wait, I don't know if I should go through with this. Make the trade deal with the Anamainfath. Palegina streckt ihren Arm aus, bevor du die Halle betreten kannst. Warte, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Und das Handelsabkommen mit der Anamainfath aushandeln soll. If a Valian deal with the Glanfathans weakens the Deerwood, it could mean war for the Republics in the future. Sollte ein valianisches Abkommen mit den Glanfathanern den Dürrewald schwächen, könnte das den Republiken in der Zukunft einen Krieg einbringen. Ich will nicht grausam ihr gegenüber zu sein. Sie hat berechtigte Gründe, darüber nachzudenken. Wir haben ja selbst schon mal gesagt, dass es nicht unbedingt toll ist, den Dürrwald zu schwächen, nur damit die Republiken mehr Geld verdienen. Bietet sich dir denn noch eine andere Möglichkeit? I could put the idea in the Anamainfath's head that the Republics are not interested in exclusive trade, but limited trade of goods that they do not already trade with the Deerwoodens.
Ich könnte der Anamenfat die Idee in den Kopf setzen, dass die Republiken kein Interesse an Exklusivrechten haben, sondern vielmehr am eingeschränkten Handel von Gütern, die sie nicht schon mit den Dürrwäldlern handeln. Das heißt, keine Exklusivrechte, sondern die Güter, die ohnehin nicht mit dem Dürrwald gehandelt werden. Aber das könnte für sie natürlich einen sehr unschönen Ausgang haben, weil die Dux der Valianischen Republiken haben sie ja mit einem gewissen Ziel hierhin geschickt. Ja, und sie entscheidet jetzt natürlich selber. Oh, ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, wenn sie aus der Bruderschaft geschmissen wird, ich habe da eine Festung und ich könnte einen Marschall an meiner Seite brauchen. Eder ist jetzt nicht unbedingt der Marschalltyp. Ich glaube auch nicht, dass der unbedingt nochmal Soldat werden will. Also richtiger Soldat. Überlege dir genau, was du tust, Panagina. Die Konsequenzen für dich und die Länder können schwerwiegend sein. Folge deinem Herzen. Du allein weißt, was zu tun ist. Und tatsächlich, in dieser Entscheidung können wir ihr, glaube ich, nicht beistehen. Ich denke nicht, dass wir das Recht haben. Natürlich haben wir eine Meinung dazu, aber ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, ihr zu sagen, wie sie vorgehen soll, denn es ist ihr Leben, ihre Entscheidung. Unsere Meinung dazu haben wir ihr gesagt. Folge deinem Herzen, Palegina. Du allein weißt, was zu tun ist. Sie nickt resolut. Ich glaube, sie hat eine Entscheidung getroffen. Oha. Another Estramore. What do you want? Eine Orlanerin mittleren Alters steht im hinteren Teil des Langhauses, einen verärgerten Ausdruck auf ihrem schmalen Gesichtszügen. Als du dich näherst, macht sie einen entschlossenen Schritt auf dich zu. Noch ein Estramore. Was willst du? Warum spreche ich Valianisch? Sagani beugt sich vor. Vorsicht, diese Frau ist jung für eine Älteste und ich vermute, sie will sich beweisen. Ehrlich gesagt suche ich einen anderen, der die Stadt besucht hat, denn ich bin nicht hier, um eine Rundreise zu machen, sondern wenn, dann muss ich diese Orte besuchen, um ihn zu finden. Few Estramoren are given the freedom of our sacred city. That you ask for this person is suspicious. There are reasons we don't let you Estramoren roam our sacred city. Reasons I am coming to understand. Ihr rundes Gesicht trägt einen finsteren Ausdruck. Nur wenige Estramoren erhalten die Erlaubnis, sich frei in unserer heiligen Stadt zu bewegen. Dass du für diese Person darum bittest, ist verdächtig. Es hat einen Grund, warum wir euch Estramoren nicht erlauben, durch unsere heilige Stadt zu spazieren. Einen Grund, den ich langsam verstehe. Ist denn in letzter Zeit irgendwas passiert? Mehr als mir lieb ist. Looters have grown bolder at the sights of the builders. The people of Defiance Bay set fire to their own city. And every week, the three Tusk Stelgar bring news of more desperate settlers pushing at our borders, trying to escape their plague of Anol Thane children. Die Plünderer an den Städten der Erbauer sind dreister geworden. Die Bewohner von Trutzbucht haben ihre eigene Stadt in Brand gesteckt. Und jede Woche bringen die drei Stoßzahnstelger neue Kunde von verzweifelten Siedlern, die vor unseren Grenzen stehen, auf der Flucht vor ihrer Plage der Onolfenkinder. Plötzlich spürst du, dass noch jemand anders anwesend ist. Die Anamenfat starrt dich weiter an, doch etwas ist aus ihrer Haut getreten. Es greift nach dir. Permitting more strangers the freedom of the city is out of the question right now. Go and be thankful that Anamphath Shimak doesn't sit in the passage of the six today. He would not be so kind as I. Es ist im Augenblick unmöglich, dass noch weitere Fremde freien Zugang zur Stadt zu gewähren. Ja. Geh und sei dankbar, dass Anamenfat Simok heute nicht in der Passage der Sechs sitzt. Er wäre nicht so gütig wie ich. Was ist hier los? Eine Vision eines Orlaners erscheint neben Bethel. Er hat dasselbe grünbraune Fell und dieselben haselnussbraunen Augen wie sie. Hilf mir, sie zur Vernunft zu bringen. Er deutet hinter dich. Als du dich umsiehst, siehst du die gespenstischen Gestalten von fünf anderen Anamfata. Ein weiterer Orlaner mit gelbbraunem Fell und einem narbigen Gesicht, einen skeptisch dreinblickenden Zwerg, einen schwarzfälligen Orlaner und zwei Elfen. Wer ist dieser andere Orlaner? Er sieht genau wie du aus.
Ihr rundes Gesicht trägt einen finsteren Ausdruck. Findest du das witzig? Deine Art kennt kein Feingefühl. Der Spektralorlaner entfernt sich einen weiteren Schritt von ihr und setzt seinen Fuß mit einer langsamen, schweren Bewegung zu Boden. Zwischen ihnen dehnen sich Essenzsträhnen und er zieht eine Grimasse und lehnt sich nach vorne, als würde er gegen einen Sturm ankämpfen. Die wütende Anamenfat zuckt zusammen. Oh, ich hasse diesen Namen. Krieg. Die Stimme des Spektralorlaners klingt krächzend. Sie ziehen in den Krieg. Erinnere sie an Ferls Warnung. Ferls Warnung? Warum? Sagt dir Ferls Warnung irgendetwas? Ferls Seelenabbild schnappt nach Luft. Straffe Seelenstränge ziehen an ihm und holen ihn in die Anamenfahrt zurück. Er blickt wieder zu dir auf. Ich versuchte es ihnen zu sagen. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramorn berührt. You'd better explain yourself. Die beiden Stammesbrüder schauen mit den Händen an ihren Schwertern von der Anamenfahrt zu dir. Ihre Schlitzpupillen verengen sich. Du hast hoffentlich eine gute Erklärung dafür. Was? Ja, die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramorn berührt. Was ist jetzt? There's no way you could have known this saying. Not unless you are a Galuth on Anams, a watcher of souls. Als der letzte Rest von Ferrells Seele wieder in ihr verschwindet, schnappt sie nach Luft. Die Stammesbrüder gaffen dich an. Es ist unmöglich, dass du dieses Sprichwort kennst. Es sei denn, sie geht einen weiteren Schritt auf dich zu. Du bist ein Galuth on Anams. Ein Wächter der Seelen. Das ist richtig. Ich bin ein Wächter. Sie nickt. Das erklärt vieles. Feralt's warning came before the Broken Stone War. Feralt, my ancestor on my mother's side, was Anamphoth of our tribe then. When the Estramoric farmers defiled the builders' monuments, Feralt urged the other Anamphotha to patience. But louder, angrier voices prevailed. Ferlds Warnung kam vor dem Krieg des zerbrochenen Steins. Ferld, mein Vorfahre mütterlicherseits, war damals Anamphat unseres Stammes. Als die Estramorek-Bauern die Monumente der Erbauer schändeten, drängte Ferld die anderen Anamphata zur Geduld. Sie faltet ihre mit Klauen versehenen Hände vor sich und schaut auf sie hinab. Letztendlich setzten sich aber lautere, wütendere Stimmen durch. Feralt believed that the invaders could be taught to respect the builders as we do. He also believed the builders' souls had spread to all peoples and that we should avoid needless conflict with others. More practically, he worried that a violent response would only spur further bloodshed across the generations. And you can see where we are today. Ferld glaubte, dass man den Invasoren beibringen könnte, die Erbauer so zu respektieren, wie wir es tun. Außerdem war er der Ansicht, dass sich die Seelen der Erbauer auf alle Leute verteilt hätten und dass wir unnötige Konflikte mit anderen vermeiden sollten. Eigentlich machte er sich hauptsächlich darüber Sorgen, dass eine gewaltsame Reaktion nur für ein generationenüberspannendes Blutbad sorgen würde. Sie spreizt ihre Hände. Und du kannst ja sehen, wo wir heute stehen. Tja, nach zwei Kriegen mit dem Dürrwald ist seine Warnung so relevant wie nie. Und ich fürchte, es könnte ein weiterer Krieg mit dem Dürrwald auf sie zukommen, denn die Glanfatanar haben sehr viel mit der Beseelung zu tun und ich habe nicht das Gefühl, dass nach den Revolten, die wir erlebt haben, der Respekt für die Ruinen der Glanfatanar der gleiche sein wird wie vorher unter dem durchaus sehr weisen Duck, der jetzt leider tot ist. Nach zwei Kriegen mit dem Dürrwald ist deine Warnung so relevant wie nie. While Feralt's words were shrewd, they were ignored back then. Simply remembering his warning now will not undo the wars and the changes that the years have seen. There is blood on these stones, and that is all anyone remembers now. Sie verzieht ihren Mund zu einem schmalen Strich. Feralt's Worte waren zwar klug, doch sie wurden damals nicht gehört.
Sich jetzt an seine Warnungen zu erinnern, wird die Kriege nicht ungeschehen machen und die Veränderungen der vielen Jahre. Auf diesen Steinen haftet Blut. Das ist alles, woran man sich erinnert. In deinem Verstand kannst du kurz ein Bild eines polierten Adra-Würfels sehen. Die Seiten sind beschriftet, aber das Bild ist zu schwach, um die Worte lesen zu können. Die Anamenfat wendet sich von dir ab und schaut an einer spitzen Klaue kauend zu Boden. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber dennoch sind deine heutigen Entscheidungen von Bedeutung. Sie schaut dich traurig an. Ja, das ist das Problem. Another Estremor came through here a few days ago and, well, letting him through was a mistake. One I am eager not to repeat. The Guided Compass Tribe has a reputation for being too soft with Estremoran. One that will not be improved by my failure to stop this man, who has desecrated our most sacred sites. Vor ein paar Tagen kam hier ein anderer Estremorn durch und nun ihn durchzulassen war ein Fehler. Und zwar einer, den ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Sie schaut dich direkt an. Der Kompass der Führungsstamm hat den Ruf, mit Estremorn zu sanft umzugehen. Durch mein Versagen, diesen Mann aufzuhalten, der unsere heiligsten Stätten entweiht hat, wird dieser Ruf nicht gerade verbessert. Das klingt ganz nach dem Mann, den ich hier aufhalten wollte. I won't repeat a mistake in my haste to correct it. We bought Twin Elms from Estremoran to protect the ancient places that the Builders left behind. The Builders left this heritage to us to defend, but they alone had access to it. On this much, at least the six tribes agree. Das Misstrauen schleicht ihr zurück in die Augen. Ich werde meinen Fehler nicht wiederholen, nur weil ich ihn dringend beheben möchte. Wir halten Estremorn aus Zwillingsulmen fern, um die uralten Stätten zu schützen, die uns die Erbauer hinterlassen haben. Die Erbauer haben uns die Verteidigung dieses Erbes überlassen, aber sie allein hatten Zugang dazu. Sie seufzt. Zumindest darüber sind sich die sechs Stämme einig. In deinem Verstand siehst du abermals den polierten Adra-Eckpfeiler. Dieses Mal ist das Bild klarer. Auf jeder Seite des Pfeilers steht ein Satz, den du auswendig kannst. Du spürst, wie deine Lippen Worte bilden. Ein Geschenk der Erbauer der Zivilisation an die Hüter ihres Vermächtnisses. Mögen die Hüter die Tür bewachen, während die Erbauer den Schlüssel behalten. These were the words given to the keepers of the stone. Bethel starrt zu dir zurück und in ihrem offenstehenden Mund kannst du ihre winzigen spitzen Zähne sehen. Das waren die Worte, die den Hütern des Steins gesagt wurden. Was meinen Sie damit? Sie mustert dich sorgfältig. Sie meinen, dass Ferrets Worte vielleicht wahr waren. Very well. The city is yours to explore. Tell the guard at the gate that you come to see the cornerstone with the blessing of the guided compass. If the gods have truly returned one of the builders to us, find the Delimgon of Tear Everon in Elm's Reach. If the gods have sent you here with a purpose, the Delimgon will know. Sie streicht sich nachdenklich mit den Händen über die Ohren. Gut, du darfst die Stadt erkunden. Sag der Wache am Tor, dass du mit dem Segen des Kompasses der Führung kommst, um den Eckpfeiler zu sehen. Wenn die Götter dich wirklich... Oder wenn die Götter wirklich einen der Erbauer zu uns haben, zurückkehren lassen. Finde die Delimgan von Tear Everon in Ulmenkap. Wenn die Götter dich mit einer Bestimmung geschickt haben, werden die Delimgan es wissen. In der Zwischenzeit werde ich hier sein, um dich zu unterstützen. Da gibt es noch etwas. Einer meiner Gefährten, ein Vertreter der Valianischen Republiken, möchte über eine Angelegenheit des Handels mit dir sprechen. Die Orlanerin richtet ihren Blick auf Palegina. Ja, die vaelianische Gottähnliche, gesegnet von Hylea. Als Reaktion nimmt Palegina eine drohende Haltung an und spuckt aus. Das sagt man jedenfalls. Auf dem Gesicht der Orlanerin sind keine Emotionen zu erkennen. Ihre Stimme aber lässt Verärgerung über Paleginas Unterbrechung erkennen. Und Diplomatin der Duxbels, ich höre, dass dich deine Herren mit Handelszusagen zu mir geschickt haben. Verehrte Anamenfat, es stimmt, dass ich zur Übermittlung dieser Zusagen ausgewählt wurde, aber ich verstehe, dass ich mehr für den Krieg als für die Etikette geschaffen bin.
Die Orlanerin grinst leicht. In diesen gefährlichen Zeiten ist es vielleicht besser, Krieger die Arbeit von Diplomaten erledigen zu lassen. Palegina zeigt ein schwaches Lächeln. In der Tat, Anna Menfat, bezüglich des exklusiven Handelsabkommens. Ihre Stimme zittert leicht und ihre goldenen Augen schießen in deine Richtung. Den Kopf mit weit aufgerissenen Augen schütteln. Nicken und freundlich lächeln, das ist in den meisten Fällen das Beste, was man tun kann. Obwohl, die Frage ist jetzt, bedeuten wir ihr damit, dass sie es durchziehen soll? Sagen wir ihr damit, dass sie es nicht tun soll? Sagen wir ihr damit, dass sie ihrem Herzen folgen soll? Ja, großartig. Wir haben ihr aber gesagt, sie soll ihrem Herzen folgen und damit, also ich würde zumindest jetzt vermuten, wir bestätigen damit, dass wir unsere Aussage bekräftigen, dass sie bitte ihrem Herzen folgen soll. Palegina nimmt all ihren Mut zusammen. Die Republiken sind der Ansicht, dass es langfristig im besten Sinne aller beteiligten Parteien wäre, wenn sie ihre traditionellen Handelsgeschäfte mit dem Dürrewald weiterführen würden. Die langen Ohren der Anna Menfat fallen nach vorne. Eine merkwürdige Wendung. Was also wollen die Republiken dann? Palegina spricht schnell, aber mit selbstbewusster Stimme. Taundratara, Perlen. Im östlichen Abschnitt werden sie damit gute Geschäfte machen lassen. Sie werden sie über die nächsten 5 Jahre exklusiv von uns kaufen. Im Austausch dafür werden wir für den gleichen Zeitraum ihr Exklusivmarkt für Adraban und Karov Golan sein. Mehrere lange Augenblicke zieht die Anna Menfat Paleginas Worte in Betracht. Ein interessanter Vorschlag, Valianerin. Wir werden Botschafter in den Süden schicken, um die Details ausgiebig zu besprechen. Dein Auftreten hier sagt Gutes über die Absichten der Dux aus. Palegina verneigt sich tief. Verehrte Anna Menfat. That's it. My position in the Brotherhood gone. I can't believe I just made up new trade terms to the Glanfather and Anna Menfat. Postenago. Palaginas Augen sind vor lauter Panik weit aufgerissen. Das war es. Meine Stellung in der Bruderschaft verloren. Ich kann es nicht fassen, dass ich für die glanfatanische Anna Menfat einfach neue Handelsbedingungen erfunden habe. Postenago. Palegina, du hast das Richtige für die Republiken getan, selbst wenn die Dux das aus ihrem Blickwinkel nicht sehen können. Du kannst dich später um ihre Missbilligung kümmern. Verus, they have a saying in Biagepe. New gold clears even the oldest debts. If I'm right, all will be forgiven. If not, there's nothing I can do about it now. Verus, in Biagepe gibt es eine Redensart. Neues Gold begleicht selbst die ältesten Schulden. Wenn ich recht habe, wird alles verziehen werden. Wenn nicht, dann kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Das ist richtig. Oh je, 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 je. Also, wir haben Zugang zu den anderen Schürteln bekommen, unter anderem durch einen alten Anna Menfat, der offenbar in ihr ist, und Quest abgeschlossen von Palegina, die... Was, wie viel Geld haben wir eingenommen? 700. Ja, wir haben die Quest von Palegina abgeschlossen. Ich bin daran interessiert, wie das denn ausgeht mit ihr, denn ganz ehrlich, sie hat Gutes im Sinn gehabt. Und wenn sie dafür bestraft wird, dann werde ich ziemlich sauer. Dann müssen wir, glaube ich, ein neues Add-on erfinden. Müssen mal in die Valianischen Republiken runter und dort mal für Ordnung sorgen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gut, die anderen Stadtviertel erkunden wir aber beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich verabschiede mich mit einem höchst diplomatischen Tschüss.